Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einer interessanten Tech-Karte. Zwar ist es eine relativ gute Karte gegen Satella Knight. Falls ihr Probleme gegen die habt und eine gute Side-Deck-Karte sucht, habe ich gehört, soll Heldenregel 2 nicht schlecht sein. Also ein Kumpel von mir, der spielt Satella und er schwört auf die Karte, dass sie im Mirror Match richtig gut sein soll. Und für alle, die den Effekt nicht kennen, es ist eine Konterfalle. Und du kannst die Aktivierung von einer Zauberfalle oder von einem Effektmonster negieren, die eine Karte oder mehrere Karten im Friedhof zielen würden. Und dann diese Karte zerstören. Sprich, gegen Satella Knight könntest du die Karte halt aktivieren, um zum Beispiel Satella Knight Altair zu negieren, Call und dann Oasis of Dragon Souls, falls sie noch gespielt wird. Und dann halt zum Beispiel auch noch sowas wie Traverse Effect, falls er im Friedhof landet und dann aus dem Grave halt was splashen will. Also sind das schon eine Menge Karten, die Heldenregel 2 treffen würde. Minimum 7, vielleicht auch mehr. Kommt halt drauf an, wie der Build ist, ob Oasis gespielt wird. Aber auch ohne sind es schon eine Menge Targets, die die Karte treffen würde. Und ich finde auch auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. Muss man testen, aber auf jeden Fall Potenzial gegen Satella Knight. Also falls ihr Probleme gegen Satella Knight habt, könnt ihr die auf jeden Fall mal abchecken. Ansonsten war es auch schon, Leute. Das war nur ein kurzes Video heute. Falls ihr noch andere Tech-Karten wissen wollt gegen andere Decks, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken und ciao.